Hallo, ich bin Markus Pfeiffer, Schauspieler und Sprecher. Unter anderem die Stimme von Adrian Brody, aber auch Sacha Baron Cohen, die letzten Filme und vor kurzem Colin Farrell. Wie bist du zum Synchron gekommen? Das war damals auf der Schauspielschule. Ich musste einfach Geld verdienen. Und ich hatte vorher in einem Klamottenladen gearbeitet und das hat überhaupt nichts gebracht, weil ich mein ganzes Gehalt für Klamotten ausgegeben habe. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der sagte, Mensch, im Synchron, das ist spannend, das ist der Beruf. Das war damals in Hamburg. Und ja, und dann habe ich mich da vorgestellt und die haben mich dann auch gleich irgendwie in die Menge mit reingenommen. Das ist ja so der klassische Weg, ne? Und das hat mir sehr viel Freude gemacht und es war auch eine witzige Clique damals und dann konnte man so improvisieren und ich fand das klasse. Also ich ziehe auch meinen Hut vor den Kollegen von der Menge, also Ensemble, weil die müssen wirklich so ganz spontan Sachen sich ausdenken und wir Rollensprecher, wir sind es gar nicht mehr so gewohnt, ne? Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Es war dann so, dass es einen Regisseur gab, der leider inzwischen verstorben ist. Das war der Wilfried Freitag, genau. Und der mochte mich irgendwie und dann habe ich mich auch nicht ganz doof angestellt. Und dann gab es ein Casting für eine Serie, die hieß Between the Lines. Und da ging es, es war eine britische Serie, da ging es um Cops, die sozusagen zwischen die Fronten geraten, also so ein bisschen auch mal krumme Sachen gemacht haben. Oder ja. Und da habe ich dann eine Figur gesprochen. Ja. Die Synchronhochburg ist Berlin. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also zuerst bin ich ja von Hamburg nach Köln, weil ich dort gedreht habe und dann nach Berlin und dann nach München. Also für mich hat alles zu seiner Zeit gestimmt, aber natürlich ist Berlin am meisten los, schon immer gewesen, glaube ich. Also Köln, klein, klein, heute noch kleiner irgendwie und dann Berlin war natürlich irgendwie so, boah. Da ging die Tür auf und auch für mich im Synchron schauspielerisch war das ein Riesensprung. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt und sehr große Herausforderungen gehabt. Und jetzt in München ist es alles ein Gang gemütlicher, aber auch sehr spannende Sachen, die ich da gerade mache. Eine Serie, die heißt Das Büro der Legenden, eine französische Serie, wo ich Mathieu Kassovitz spreche und kann ich jedem nur empfehlen. Gucken, sehr gut. Ja. Wie wurdest du zur Stimme von Oscar-Preisträger Adrian Brody? Wie wurde ich zur Stimme von Adrian Brody? Das war damals noch in Köln, kurz bevor ich nach Berlin gekommen bin. Da hatte der einen Film gemacht, der hieß Oxygen und den hatte ich auf meinen Synchron-Demo-Band gemacht, was ich mir für Berlin geschnitten hatte. Und dann habe ich mich da in Berlin mit beworben. Und die Geschichte ist ein bisschen tragisch, weil ich habe dann das Casting zu Der Pianist gewonnen. Dann hieß es noch, ganz schwieriger Film, du hast alle Zeit der Welt, du stehst noch am Anfang, die kannten mich ja auch alle noch nicht so. Und wir waren ganz ruhig, gehen wir an den Film ran. Und dieser Regisseur, der hat mich wirklich sehr gequält, muss ich sagen. Wir haben teilweise nur 7 Takes die Stunde gemacht. Und wir haben uns auch einfach nicht wirklich verstanden. Und dann hieß es nach 300 von insgesamt 400 Takes, nachdem ich eine Woche lang nicht geduscht hatte, teilweise draußen übernachtet habe, um in diesem Gefühl zu bleiben, weil der Typ ist ja in dem Film die ganze Zeit auf der Flucht und ich habe wirklich draußen gepennt, ja. Dann hieß es nach 300 von 400 Takes, wir besetzen jetzt um. Und das war ein harter Schlag, ne? Und ich habe dann mir das angehört, was der Kollege gemacht hat. Der hat das erfahren, sehr gut gemacht.
Ich habe aber ehrlich gesagt nicht so ganz raushören können, was der nun wirklich anders gemacht hat als ich. Aber egal, schwamm drüber. Danach, nach dem Pianisten, habe ich ihn fast durchgängig gesprochen, Gott sei Dank. Ich mag den Brody, der ist sehr speziell, sehr eigenartig manchmal auch und macht auch eigenartige Filme, aber er hat sowas Zerbrechliches und das finde ich immer schön, wenn eine Figur oder wenn ein Schauspieler das hat. Vielleicht, weil ich es selber auch habe, keine Ahnung. Was magst du lieber, Serie oder Spielfilm? Ich mache jede Rolle gleich. Also egal, ob ich für 5 Takes gebucht werde oder ob ich für 500 Takes gebucht werde. Ich gebe mich da rein, weil es mir einfach Spaß macht, eine Figur zu finden. Also auch im Körper. Also jeder Schauspieler hat eine andere Körperlichkeit auch. Und ich muss das sozusagen auch nicht nur stimmlich, sondern ich muss das für meinen Körper übersetzen. Ich muss wissen, wie ich die Art sozusagen in meinem Körper finde, dass das genauso rauskommt. Insofern finde ich einfach nur jede Rolle empfinde ich jede Rolle einfach nur als Herausforderung. Und es ist so, dass natürlich der Bogen, der psychologische Bogen bei einer Serie weiter gespannt ist. Bei einem Film ist es alles komprimierter, die Entwicklung, die eine Rolle macht. Ja. Insofern ist beides irgendwie eine Herausforderung, A, über eine Serie eine Intensität zu halten auch und eine Entwicklung auch eben nicht vorwegzunehmen oder so, weil man weiß ja oftmals schon, wo es hingeht. Und bei einem Film ist es einfach so, das wirklich komprimiert einfach zu bringen. Ich drehe ja auch viel und wenn wir drehen, dann drehen wir an einer 5-Minuten-Szene manchmal einen ganzen Tag oder auch zumindest einen halben Tag. Ja, so eine 5-Minuten-Szene im Synchron, die muss bei uns in einer Stunde drin sein. Ja, das heißt also, wenn du beim Drehen irgendwie mit dem Regisseur redest, nochmal einen Hintergrund, nochmal irgendwie da nochmal probst und so weiter und so fort, das im Synchron ist der Austausch sehr knapp, sehr effektiv und dann muss es sitzen. Du sprichst den Hexer Geralt in The Witcher. Wie läuft die Synchro für ein Videospiel ab? Es ist ja so, dass wir, also beim Witcher zum Beispiel, da hatte ich im Hauptspiel 12.000 Lines. Ja, also das war eine unglaublich anstrengende, konzentrierte Arbeit und zwar ohne Vorlage. Wir hatten zwar teilweise den amerikanischen Sprecher, aber es ist ja ursprünglich ein polnisches Spiel. Das heißt also, der Ami hat es vom Polen abgenommen und ich hatte dann den Ami als Vorlage und ich habe ins Schwarze ja mehr oder minder reingesprochen. Ich hatte ja kein Bild. Ja, das heißt also, das Abnehmen, das Kreieren der Figur findet auf eine andere Art und Weise statt. Das heißt also, irgendwann, da legst du eben fest, dass der Witcher meistens so drauf ist. Ja, und der ist halt, mein Gott, der muss halt da durch und er beißt die Zähne zusammen, lässt sich nichts anmerken und wird manchmal ein bisschen wütend, aber der Level ist der, ne? So. Und dann kannst du nur hoffen, dass es dem Kunden und auch dem letztendlichen Endverbraucher, dem Spieler gefällt, ja, so wie du es machst, so die kleinen feinen Unterschiede dann auch, wenn er mal dann emotional wird oder wenn er sagt irgendwie so, verdammt, das war so. Im Synchron habe ich einfach die Vorlage, wie ich vorhin sagte, körperlich. Ich sehe, wie die Figur ist, ne? Und das ist eben ganz anders. Was reizt dich für die Zukunft? Ja, ich habe vorhin eingangs erwähnt, Sacha Baron Cohen habe ich jetzt die letzten Filme gesprochen. Wenn man den Typen ein paar Mal gesprochen hat, dann fehlt ja eigentlich nichts mehr, weil der so krass ist. Also bei Bruno hat es angefangen, wo man so herrlich schwul sein dürfte. Ja, was ganz interessant ist, dass viele Leute in der Branche sagen, dass man als Hetero
das dann im Spiel viel besser kann, weil der, ich kann es nicht beurteilen, aber vom Hörensagen her ist es wohl so, dass jemand, der dann auch homosexuell ist, dass die Tendenz hat, das zu viel zu machen, wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann, bei dem Bruno zum Beispiel. Erzähl mal von deiner Arbeit an Bruno. Ich konnte nicht mehr sprechen vor Lachen. Wir haben das, Marius Clarin hat da Regie geführt und Marius ist ja auch so ein, Marius ist für mich ein Vorbild, was Dialekt und Akzente angeht. Der Typ kann dir jeden nachmachen. Wir haben uns dann halt gegenseitig die Bälle zugeworfen und das ist ja so im Film, bei Bruno ist es ja so, dass er, he speaks this English, it's a little bit German, because he comes from Austria. Und dann, wenn er mit seinem Assistenten spricht, dann spricht er ein absolutes Fantasiedeutsch. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das jetzt im Deutsch eigentlich, im Deutschen? Und dann haben wir gesagt, okay, er spricht im Film Deutsch und wenn er mit seinem Assistenten spricht, spricht er eben Kärntnerisch, weil er soll ja aus Kärnten kommen. Und dann haben wir auch einen sehr lieben Kollegen, den Michael Pink, der auch eine Rolle dort gesprochen hat, den haben wir aber dann auch als Berater mit dabei gehabt. Und der ist zu seiner Oma gegangen, die aus Kärnten ist, und hat ihr gesagt, komm, gib mir die leibernsten, die saumäßigsten Ausdrücke, die schrägsten Sachen, die Begriffe und Redewendungen, die dir einfallen, hat er sich alles, und die haben wir einfach alle da verbraten, die haben wir einfach irgendwie untergebracht und das hat saumäßig Spaß gemacht. Ja. Wie siehst du die Tatsache, dass hauptsächlich allein im Atelier aufgenommen wird? Ach naja, ich kann mich ehrlich gesagt an die Zeit gar nicht mehr zurückerinnern, wo man wirklich gemeinsam vor dem Mikro stand, obwohl neulich habe ich mal wieder mit einer Kollegin vor dem Mikro gestanden und wir haben beide gesagt, Mensch, eigentlich ganz schön. Da war es aber auch so wichtig und intim. Also wenn du eine Atmosphäre kreieren willst, die gerade, was ich jetzt bei so einem Arthouse-Film oder sowas, wo man wirklich voneinander abnimmt, wenn du zwei Schauspieler vor dem Mikro dann hast, ja, dann entsteht auch wirklich eine tolle Atmosphäre. Das ist jetzt so, dass der Regisseur und der Tonmeister eigentlich mehr gefragt sind, dann die Anschlüsse auch so hinzukriegen. Wir spielen es dann natürlich aus dem Nichts heraus so gut wie wir können, aber es ist was anderes, wenn du einen Partner da hast, der einfach live dann dir Inspiration gibt letztendlich. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft der Branche? Ich wünsche mir grundsätzlich, dass diese Arbeit, die wir leisten, noch sehr, sehr lange geschätzt und gemocht und gefordert wird, weil es ist schauspielerisch einfach so toll. Und wir hauen und wir legen uns da wirklich ins Zeug. Also ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Oh. Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, aber es ist wirklich eine ganz, ganz eigene Welt. Und ich kriege jetzt so ein bisschen die Entwicklung mit Netflix und Amazon, dass es alles viel, viel kurzfristiger ist und mit die Gefahr läuft, mit der heißen Nadel gestrickt zu werden. Und ich wünsche mir, dass die Auftraggeber uns einfach auch die Zeit lassen und uns die Zeit geben, um wirklich gut zu sein. Leidest du mit deiner Rolle mit? Es kommt drauf an, es kommt immer drauf an, wie viel das Original fordert. Ja? Und wenn das Original wirklich ehrliche, totale Verzweiflung fordert, dann kann ich gar nicht anders, als das auch in mir hervorzurufen. Ich kann es in dem Sinne nicht, natürlich stelle ich es her, aber es ist dann gelebt. Also es gibt
bei krassen Szenen, emotionalen Szenen. Also wir hatten da bei dem Brody-Film zum Beispiel der Third Person, da hat der geweint und war völlig am Zusammenbrechen und da war es auch wirklich mucksmäuschenstill im Atelier und wir haben das dann ganz konzentriert, ganz ruhig durchgezogen, damit ich diesen Level halten kann. Dein Tipp für den Nachwuchs. Schauspielunterricht. Es ist wirklich wichtig, weil, wie ich schon mal sagte, das ist eine Ganzkörperarbeit. Das ist nicht nur eine Arbeit mit dem Kehlkopf. Das ist, du musst wissen, aus welcher Ecke deines Körpers du was rausholst. Welchen Ton, welche Emotionen kannst du kreieren. Und dazu musst du dein ganzes Sprechwerkzeug nicht nur technisch, sondern auch emotional greifen können. Ja. Und es gibt sicherlich, es gibt einige erfahrene Sprecher in der Synchronbranche, aber die kommen dann, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich habe das jetzt öfter mal von Regisseuren gehört, die dann eben auch bei der einen oder anderen Rolle wirklich an ihre Grenzen kommen, schauspielerisch. Deswegen würde ich jedem eine Schauspielausbildung empfehlen. Mit welchen Kollegen hat die Arbeit besonders Spaß gemacht? Kann ich mich noch erinnern, damals war das war dann 97, habe ich ein Casting gemacht für einen Film, wo ich dann auch die Rolle bekommen habe und es ging um zwei Jugendliche in England, in den Vorstädten von England, die jeder auf seine Weise ihre Homosexualität entdecken. Und das war eine tolle Arbeit, unter anderem auch, weil ich mit dem Daniel Brühl zusammen das gemacht habe. Und wir wirklich da eine sehr konzentrierte, emotionale Geschichte da auch hingelegt haben, meistens zusammen vorm Mikro waren. Und dann treffe ich den Daniel nach, wann war das? 15 Jahre später hier in Berlin in der Kneipe und er guckt mich an und sagt, ey Mensch Markus, ja, und ich so, Daniel, und er so, Mensch komm her Alter, setz dich, wie geht's dir denn und so und ich so, du erinnerst dich, und er so, ja klar, Between the Lines, sondern A Beautiful Thing hieß das damals und ich so, wow, also Respekt, du hast so viel mehr erlebt, könnte man jetzt sagen, ne, in der Zeit und das fand ich schön.